Im heutigen Brookhaven Roleplay Video werde ich berühmt. Seid gespannt, was passiert und vergesst natürlich nicht, den dicken fetten Like dazulassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos und Verlosungen mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. So, und jetzt noch einmal springen und dann habe ich's. Oh, ich habe es nicht geschafft, jetzt muss ich das nochmal machen. Ich hasse Tower of Hell. Sandy, Sandy, bitte mach dich fertig. Mama, ich spiele gerade Roblox. Was ist denn? Sandy, heute ist Montag. Was ist am Montag? Schule? Du warst heute schon in der Schule, Sandy. Was ist heute um 16 Uhr? Oh nein, Montag 16 Uhr ist Ballett. Mama, ich möchte heute nicht in Ballett. Doch, Sandy, bitte mach dich fertig. Du möchtest berühmt werden, oder? Naja, berühmt dies, das. Ich möchte Schauspieler werden. Wenn du Schauspieler werden möchtest, dann musst du ins Ballett. Du musst dich anständig bewegen können. Also, leg das iPad weg und los geht's. Aber Mama, ich spiele gerade Tower of Hell und ich war im letzten Level. Bitte. Sandy, mach dich jetzt sofort fertig fürs Ballett. Ach Mann, das ist doch doof. Wo ist denn mein Ballettzeug? Ein paar Sekunden später. So, fertig, los geht's. Sandy, ich warte. Mama, ich bin ja da. Jetzt stress dich doch nicht. Hallo, Frau Pollock. Bitte entschuldigen Sie die Verspätung. Sandy hat mal wieder lange gebraucht, sich fertig zu machen. So lange jetzt auch nicht, Mama. Das macht doch nichts. Na, dann auf geht's, Sandy. Fangen wir an. Okay, bis später, Mama. Sandy, bist du aufgewärmt? Ja, bin ich. Dann zeig mir ein Plié. Deine Beine besser strecken, Sandy. Wir brauchen mehr Körperspannung. Viel mehr Körperspannung. Sandy. Ich bemühe mich ja. Ich bemühe mich sehr. Mir tun jetzt schon meine Beine weh. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ja, jetzt wird's langsam besser. Beine strecken, beugen, strecken, beugen. Sehr gut. Wir brauchen weiterhin mehr Körperspannung. Jawohl. Das wird doch jetzt langsam ein bisschen besser. Wann hast du denn die Audition, Sandy? Die Audition ist schon morgen. Oh, da müssen wir aber noch ein bisschen üben, dass du mehr Körperspannung hast. Was musst du denn genau vortragen? Ich muss ein bisschen tanzen und habe ein paar Zeilen bekommen. Okay, wir üben noch weiter. Eine Stunde später. Seid ihr denn fertig, Sandy? Ja, Mama, sind wir. Wir sind gut vorbereitet für morgen. Also, glaube ich zumindest. Super, dann lass uns nach Hause fahren. Okay, ich danke Ihnen für die Stunde. Tschüss. Hi Mila, wie war dein Tag? Meiner war voll doof. Ich musste zum Ballett und danach meine Hausaufgaben machen. Und morgen muss ich auch noch zu der Audition für diesen Film. Wow, Sandy, das klingt echt mega anstrengend. Das heißt, du hast morgen wieder keine Zeit. Aber du hattest ja erwähnt, dass du morgen die Audition hast für den Film. Stell dir mal vor, du bekommst die Rolle. Dann wirst du berühmt. Dann wirst du richtig krass berühmt und wirst mal Millionen verdienen. Das ist doch auch cool. Da kann ich schon verstehen, dass du dann keine Zeit mehr für mich hast. Ach was, Mila. Ich werde immer für dich Zeit finden. Nur heute und morgen ist halt irgendwie ein bisschen kompliziert. Weil mit Ballett und mit allem Üben und morgen die Audition, da wird es halt ein bisschen schwierig. Aber wir sehen uns ja morgen in der Schule. Ja, hör mir auf mit Schule. Ich habe gar keinen Bock, morgen das Gedicht vorzutragen. Hast du geübt? Klar habe ich geübt. Aber langsam aber sicher hängt mir das alles zum Hals raus. Ich bin nur noch am Texte lernen. Super anstrengend. Aber jetzt gucke ich erstmal, wie das morgen läuft bei der Audition. Vielleicht bekomme ich ja die Rolle. Das wäre so unfassbar cool, Mila. Du musst mir unbedingt die Daumen drücken. Das mache ich, Sandy. Schlaf gut, bis morgen. Schlaf du auch gut, Mila. Am nächsten Tag. Wow, Mama, ich bin so aufgeregt. Glaubst du wirklich, dass ich das hinbekomme? Na klar, mein Schatz, du schaffst das. Du hast so hart dafür gearbeitet, so viel Ballett gemacht, du hast so viel geübt. Hol dir die Rolle, das bekommst du hin. Und was, wenn nicht, Mama? Dann ist es so. Dann ist vielleicht die nächste Rolle was für dich. Wenn du wirklich möchtest, dann wirst du es eines Tages schaffen. Danke, Mama. Okay, ich gehe raus. Hallo, ich bin Richard. Bitte stell dich mal vor. Hallo, ich bin Sandy und ich möchte für die Rolle vorsprechen. Hallo Sandy, schön dich kennenzulernen. Okay,
Dann fang mal an. Am besten erst mit dem Text und danach tanzt du. Okay, alles klar. Emily, glaubst du wirklich, dass ich bereit bin? Glaubst du wirklich, dass ich die große Hoffnung bin des Balletts? Glaubst du das wirklich? Ja? Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Okay, fast geschafft. Jetzt nur noch tanzen. Yeah. Okay, das reicht fürs Erste. Vielen Dank, Sandy. Wir holen dich dann später nochmal dazu und werden dir mitteilen, ob du die Rolle bekommen hast. Ich danke Ihnen. Mama, ich bin fertig. Hast du es beobachtet? Natürlich, mein Schatz. Du warst einfach nur perfekt. Ich bin so stolz auf dich. Egal, ob du die Rolle bekommen hast oder nicht. Danke, Mama. Es hat auch richtig Spaß gemacht. Ich hoffe so sehr, dass ich die Rolle bekomme. Dann kennt mich jeder als bekannte, als berühmte Balletttänzerin. Das wäre so cool, Mama. 2 Stunden später. Okay, wir haben unsere Entscheidungen getroffen. Herzlichen Glückwunsch, Sandy. Du hast die Rolle der Balletttänzerin. Oh mein Gott, Mama. Ich hab die Rolle. Es ist so cool. Herzlichen Glückwunsch, Sandy. Ich habe immer an dich geglaubt. Das ist so toll. Wie geht's denn jetzt weiter? Nachdem Sandy jetzt die Rolle bekommen hat, haben wir einen straffen Zeitplan. Sie muss jetzt jeden Tag Ballett trainieren und natürlich auch das ganze Skript lernen. In 3 Wochen geht's los, dann fangen wir an zu filmen und dann muss alles perfekt sein. Wow, das ist schon viel Arbeit. Aber ich schaff das. 3 Wochen später. Mein Traum war es immer, Balletttänzerin zu werden. Und endlich hat sich dein Traum erfüllt. Wow, das war einfach nur perfekt. Dieser Film wird der absolute Wahnsinn. Ich bin mir sicher, es wird der absolute Kassenschlager. Sandy, sehr, sehr gut gemacht. Ich bin mir sicher, mit diesem Film wirst du berühmt werden. Dankeschön. Das ist, wie ich im Film gerade gesagt habe. Träume werden wahr, wenn man nur hart dafür arbeitet. Sind wir etwa schon da? Das ging mega schnell. Oh, da draußen stehen ein paar Fans. Hi, wartet ihr auf mich? Oh mein Gott, Sandy, kann ich ein Autogramm und ein Foto haben? Nein, bitte ich. Ich möchte auch ein Foto und ein Autogramm haben. Ja, ganz ruhig. Ich mache mit euch allen ein Foto. So, bitte alle hergucken und lächeln. Wie hat euch denn mein neuer Film gefallen? Der war so cool, Sandy. Wir sind die größten Fans überhaupt. Aber mein absoluter Lieblingsfilm ist immer noch dein erster Film, wo du die prima Ballerina bist. Das ist super nett von euch. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Ich muss jetzt los, mein Personal Trainer wartet. Ich muss mich vorbereiten für meinen nächsten Film. Was ist denn dein nächster Film? Das darf ich leider noch nicht verraten, aber ich muss dafür definitiv fit sein. Danke, dass ihr da wart. Tschüss. Dann war es aber mit diesem Roleplay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst ja sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus.